Hi Stefan hier. Heute habe ich den Henning im Interview. Henning ist einer unserer Kunden und hat seine Prüfungsergebnisse. Grüß dich, Henning. Ja, mein Stefan, sei gegrüßt. Henning, sei doch mal so lieb und stell dich schon mal kurz vor, damit der Zuschauer weiß, wer du bist und ja, was für eine Fachrichtung machst du eigentlich? Ja, moin erstmal, ich bin Henning, bin 41, komme aus der Hamburger Gegend. Ich habe damals Industriemechaniker gelernt, Fachrichtung Betriebstechnik, ich glaube, wie du, Stefan, und mache jetzt den Industriemeister mit. Dann wann bist du Kunde bei uns? Seit ungefähr Anfang Juli, hätte ich gesagt. Anfang Juli. Also das Video nehmen wir jetzt auf am Juli, Juni, Juli. Juli. Wir haben jetzt den 18. Dezember 2023 und im Juli 2023 bist du zu uns gekommen. Also ich weiß es ja schon, aber wie bist du zu uns gekommen? Erzähl mal. Ja, tatsächlich habe ich eine Kundin von euch, die Sissy. Das ist eine Arbeitskollegin. Die hat jetzt auch gerade bei euch den Meister abgeschlossen, die HQ. Genau. Ja. Die hat euch wärmstens empfohlen. Die hat damals die Nachhilfe in NTG bei euch gehabt. Genau, NTG und Fachgespräch hat sie bei uns gemacht, ja. Ja, und jetzt war im November, war ja die Prüfung und erzähl doch mal, was für eine Prüfung hast du gehabt im November und wie waren denn so deine Ergebnisse? Die Prüfung, genau, war im November, die Basisqualifikation. Ja, als ich aus den Prüfungen rauskam, war das erstmal so, naja, okay, gucken wir mal. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ja, ich habe einen Durchschnitt von fast 86 Punkten. In rechtsbewusstem Handeln hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Habe sehr auf das Wohlwollen der Prüfer gehofft, dass ich noch in die mündliche komme. Aber es hat am Ende doch eine 3 gereicht. Also da hätte ich nun wirklich nicht mit gerechnet. Also hat RBH mit der 3 die den Schnitt runtergezogen, sag ich mal. Könnte man so sagen, ja. Was ich Aber tatsächlich in der Vorbereitung als leichtestes Fach empfunden habe. Und daher auch nicht so den Fokus auf die Vorbereitung gelegt habe. ja, ich muss dazu sagen, ich habe mir die Prüfung angeschaut. Also allgemein Herbst 23 war im Allgemeinen im Vergleich zu den Vorjahren super, super, super easy und machbar. Ja. Aber RBH war schon so ein bisschen auch Tricky. machbar, aber so War ein bisschen tricky teilweise, ja. nicht so cool wie die anderen. Ja. Was war dein bestes Fach? Das letzte Fach war ZIP mit 99%. 99, Leute, krass. 99 Punkte. Ich glaube, ZIP war mein schlechtestes Fach damals. Eieiei. Bei mir war NTG damals so gut, ja. Ja, sau cool. Das heißt, du hast, lass uns doch mal festhalten, im Juli bist du gestartet, Juli, August, September, Oktober Unterricht, 4 Monate Unterricht. Ja, genau. Dann bis November, erster Versuch, alle 5 Fächer direkt bestanden und das im Schnitt mit knapp 86 Punkten. Also ich werde hier auch mal die Ergebnisse einblenden, damit man das mal so sehen kann. Richtig geil, Henning. Aber jetzt ist die Frage. Wir lesen ja immer sehr viele Nachrichten oder viele Leute kommentieren unsere Videos und ja, ich bin schon ein bisschen älter. Also jetzt nichts gegen deine 41, ich bin fast gleich so alt wie du, aber manche sagen, ich bin ein bisschen älter, bin lange aus der Schule raus. Du bist ja mit 41 länger aus der Schule raus als gestern. Erzähl mal dein Geheimnis. Wie hast du das gemacht als alter Hase? Ich dachte, das geht nicht so einfach, wenn man länger aus der Schule raus ist. Wie hast du das gemacht? Ja, habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, dass ich mich ziemlich schwer tun werde, gerade was NTG angeht. Da gerade Rechnen und so, Elektrotechnik, alles nie so richtig meins gewesen. Ja, die Nachhilfe bei euch, die ja auch in der WQ inkludiert ist, hat mich ganz weit nach vorne gebracht. Echt vielen Dank da an alle Dozenten, die sich da wirklich reingehängt haben und einen das auch verklickert haben. Nicht ihren Unterricht runtergerattert haben, sondern wirklich jede Frage sich die Zeit für genommen haben, während des Unterrichts zu beantworten. Das hat mich ganz weit nach vorne gebracht. Sowohl in NTG als auch BWH. Ja, sehr gut. Ja, es sind so die zwei schwierigsten Fächer. Und da machen wir mal unser Algorithmustraining, damit der Kunde, also sprich, dass du dann da fit bist und genau weißt, wie gehe ich an die Aufgabe ran, immer auf die gleiche Art und Weise. Ja, ganz wichtig. Ja, Genau, und und erzähl weiter. MIKP und ZIP dazu habe ich gar nicht so einen riesen Fokus in der Vorbereitung drauf gehabt. Da habe ich schon im Unterricht gemerkt, dass vieles halt auch durch Berufserfahrung relativ einfach zu erlernen oder aufzufrischen ist und so nebenher einfach läuft. Also das, was wir sagen, also
Erfahrungsgemäß ist es bei den Jüngeren, die Anfang 20 sind, die tun sich meistens so den Mathefächern, so NTG, BWH ein bisschen leichter. Dafür dann so in so ZIP, MIKP, auch RBH, wo ein bisschen Berufserfahrung ist, da tun sie sich ein bisschen schwieriger. Ja, deine Ergebnisse beweisen ja auch, dass die Berufserfahrung sehr viel bringt, also eher positiv ist als statt negativ. Und ja, der Mythos Mathe bei Leuten, die länger aus der Schule raus ist, den hast du auch sehr geil zerschmettert, den Mythos. Sehr cool. Wobei es bei mir auch nur 78 Punkte waren. Ja, glaub mir, es gibt Leute, die würden für 78 Punkte alles tun. Also das ist schon richtig gut, ja. Da war die Kräfteaufgabe, die hat es richtig runtergezogen, die fand ich richtig mies. Ja, wie viele Punkte haben die? Ich weiß nicht, was die an Punkten gebracht hat. Keine Okay. Ahnung. Lass die 16? mal, ja, 15 Punkte schon, dann bist du schon bei 85, du hast 78, bedeutet, wenn du die nicht so hattest oder vielleicht auch falsch hattest, hast du ja alles andere gehabt. Also Genau. sehr cool, ja. Ja, November, also Juli angefangen, November Prüfung geschrieben, direkt alles bestanden, aber dann ging es bei dir ja weiter. Was hast du denn dann gemacht? Den AlVO direkt hinterher. Hatte ich eigentlich auch geplant, vorher zu machen. Muss wohl knapp um ein, zwei Tage die Anmeldefrist bei der IHK verpasst haben, dass ich die dann halt zwischen HAQ und BQ schieben wollte. Hab dann direkt nach der BQ angefangen. Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, wie ich mich auf dem AlVO vorbereitet habe. Ich habe euer Videomaterial als Podcast auf dem Weg zur Arbeit und zurück aufgenommen, einfach nur auditiv, um das einfach alles mal gehört zu haben. Vieles hat sich ja auch aus ZIP wiederholt, nur nicht auf Auszubildende, aber das konnte man halt ganz gut miteinander verbinden. Genau, alles einmal raufgehört. 3 Tage mit der IHK-App vor der Prüfung in die Prüfung gegangen, 75 Punkte rausgeholt. Hab dann den Sonntag vorher nochmal fix das Skript fertig gemacht. Hab's beiseite gelegt. Einen Tag vor der Prüfung habe ich es wieder rausgeholt, hab's mir durchgelesen. Hab zweimal am Abend vorher mit meiner Freundin das durchgespielt. Den nächsten Tag hingegangen. Total geschwommen, so vom Gefühl her, weil ich mich so schlecht vorbereitet hatte. Eigentlich überhaupt nicht meins, aber ich habe es einfach zeitlich nicht anders auf die Reihe gekriegt. Bin da reingegangen, bin auch total geschwommen, das ein oder andere Sicherheitsding vergessen, was mir dann hinterher einfiel und dann noch so in die Prüfung mit reingebastelt habe. Im Fachgespräch habe ich die an die Wand gesabbelt. Da haben sie mir einen sehr gut für gegeben. Und haben mir dann nachher im Schnitt praktisch 89 Punkte gegeben. Also zusammen addiert und geteilt sind das am Ende ist eine 2. Krasser Typ. Ja, darf ich nochmal gar nicht erzählen, sowas, ne? Ja, aber es ist Das doch hat nicht geil. jeder unbedingt. Du bist nicht der erste Kunde, der unsere Videos nur im Auto hört. Das haben schon mehrere Leute gemacht. Und genau das ist ja das, was wir immer sagen. Leute, es ist so geil und so easy und so einfach. Ja, du bist ein Musterbeispiel dafür, dass das sehr geil funktioniert. Also, natürlich. Hast du ein bisschen die Veranlagung dafür, Dinge leichter aufzunehmen? Ne? Hast ja gerade Ja, eben. fand's gerade gut, denke ich, ja. Aber Bombe, bombenmäßig. Also, ich will das gar nicht runterreden. Nein, ich will das eher hervorheben und sagen: Wow, also Respekt, also auch vom gesamten Trainerteam. Liebe Grüße, Respekt für diese krassen Ergebnisse in dieser kurzen Zeit. Bei VO da mit 89, also im Schnitt. Krass. Ja. Und jetzt hast du ein bisschen Pause. Ich habe eben gesagt, den 18. Ein Dezember. Glück. Ein bisschen durchatmen. Wir machen jetzt diese Woche auch noch und dann machen wir auch ein bisschen Urlaub. Also eine Woche hier. Wollen wir auch mal die Füße hochlegen und am 2. Januar geht es dann Muss. weiter. Ja, und so ganz nebenbei führe ich noch eine Feuerwehr, ne? Bist du Wehrleiter? Ja. Krass. Also, da müssen wir jetzt nochmal auf so, Schichtarbeiter. Ja, anfangs der Ausbildung ja, mittlerweile nicht. Okay, aber Aber fand ich in der BQ halt richtig super, dass ich halt in den Spätschichten auch morgens am Unterricht teilnehmen konnte. 10 Stunden arbeiten ungefähr. Ja, mal ein bisschen mehr. Nee, mehr geht ja nicht. Mehr geht nicht. Eher ein bisschen Okay, also nur sehr ausgefüllten weniger. Arbeitstag. Bist du verheiratet, hast du Kinder? Nee, ich habe eine Lebensgefährtin und die hat mir hier zu Hause den Rücken sowas von freigehalten, also Ganz, für die Schule. ganz, Das ist ganz, ganz wichtig. Das ganz. hätte ich ohne sie nicht auf die Reihe gekriegt, sei es Haushalt, das Drumherum. Ja, das Da war ich unterschätzt ziemlich viele. abgemeldet und es gab auch, ja, ich will nicht sagen, Schlungen zwischendurch, aber es war schon grenzwertig, ne? Ja, kenne ich. Man Muss muss man ehrlich dazu sagen.
der Frau immer mal zeigen, danke Schatz. Das sage ich auch immer zu meiner Frau, ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Da fällt mir ein, ich glaube, in unserem Kurs haben wir bei Woche 10 oder so, oder nee, Woche 13, ich habe es heute noch gesehen, Woche 13 haben wir im Video drin, denk bitte an deine Familie. Hast du das gesehen? Wüsste ich gerade nicht. Ich habe die Also du hast Videos es. irgendwann aufgehört zu gucken, weil ich es nicht mehr geschafft habe, neben mir. Ja. Ich war froh, wenn ich in den Unterricht rechtzeitig reinkam. Da musst du nochmal gucken gehen. Woche 13 in der Beko gibt es ein Video, das heißt, denk bitte an deine Familie. Da sagen wir, hey, du bist jetzt schon 13 Wochen am Meister dran, denk bitte mal an deine Liebsten. Wenn du dieses Video siehst, dann, und das ist gleich zu Ende, gehst du bitte zu deiner Frau oder zu deinem Mann und sagst Danke, Schatz, und lädst sie zum Essen ein und geht dann morgen Abend direkt oder heute Abend direkt mal zusammen schön was essen, einfach nur als Dankeschön. Also das Thema Partner ist super, super wichtig. Das Absolut. leider ist das nicht bei allen immer so grün. Manche brechen auch ab, weil sie einfach nicht die Unterstützung haben. Ja, ganz, ganz wichtiger. Also, aber ich bin noch aus dem Konzept gekommen. Sehr ausgefüllter Arbeitstag. Partnerschaft, wo die Frau dir auch den Rücken frei hält. Und dann auch noch Wehrleiter. Du leitest eine Feuerwehr und dann machst du in 4 Monaten mal gerade BQ im Schnitt mit 86 Punkten und die AIVO mit 89 im Schnitt. Alter Falter. Sobald zur Wehrleitung auch dazu kommt, mein Kommando und auch meine Stellvertreterin halten mir da auch den Rücken frei. Ne? Es sind wenig Veranstaltungen, die ich habe sausen lassen. Das hat im Großen und Ganzen immer gepasst, das Organisatorische drumherum. Aber mir wurde auch einiges abgenommen. Und das war auch im Vorwege so geregelt. Ja, Das sehr ist auch cool. wichtig. Ja, jetzt hast du noch ein halbes Jahr. Ich sag mal, Mai ist dann wieder die HQ-Prüfung. Hey, dann ist fertig, ne? Dann hast du einmal Ja. durchgezogen und hast einen riesen Benefit im Vergleich zu vorher, ja. Bist einmal durch. Ja, absolut, absolut. Ich freue mich auch absolut schon auf Personalführung. Ich denke, da kann ich auch was für andere Bereiche mitnehmen. Ja, definitiv, definitiv. Das wird sehr, sehr cool werden. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja, mein Lieber. An dieser Stelle, wir bleiben noch in der Leitung, aber für die Zuschauer sage ich erstmal Henning, vielen Dank fürs Interview. Wir freuen Sehr uns gerne, Stefan. auf den Unterricht und ich sage mal, bis bald, bis zum nächsten Video.